liebe Leute, herzlich willkommen zum Start in die vierte Saison mit der Spielvereinigung Bayreuth. Herzlich willkommen. Der Dudelsieger ist wieder am Start. Wir dürfen diese Saison Champions League spielen. Könnte die letzte Saison sein? Könnte. Mal schauen, was passiert. Also wenn ich mir so das Ende der letzten Saison angucke. Na, da war viel Ärger dabei. Aber gut. Wir haben definitiv viele Gegentore kassiert. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir noch das ein oder andere dass wir auf jeden Fall nochmal definitiv in der Verteidigung nachrüsten werden. Und ja, dann wird es mal schauen, was wer so kommt und wer so geht und was so passiert. Aber wir gehen auf jeden Fall erstmal rein in das Thema Vereinsanpassen. Das heißt Stadionausbau, etc. So. Machen wir doch. Glatt als nächstes. Wir werden ein großes neues Stadion hinstellen. Das alte ist angeblich zu klein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall schauen, welches wir nehmen. Wir haben jetzt aktuell 42.000. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine große Arena einbauen. Gucken wir, was wir so haben. Warte mal, was haben wir? 42.000. Sanderson Park. Warte mal, hier geht's hier runter. So ist es richtig. East Point Arena, Stadion Hanguk. Ja, so tolle Stadien sind jetzt auch nicht dabei. Ich hätte ein bisschen mehr Auswahl gerne gehabt. Stadion Hanguk vielleicht doch als Alternative. Ich denke, wir werden das hier nehmen. Das Waldstadion, ja. Ist toll. Aber. Ja, ich denke mal, Stadion Hanguk, wenn wir so nehmen. So. Alles andere brauchen wir nicht. Wir werden das ganze Ding. Oder, wie gesagt, wir werden es so übernehmen. Und. Gucken, was so passiert. Wer so kommt. Oh, Albion ist doch noch im Jahr geblieben. Oder warte mal, ist noch nicht die. Ist doch nicht der erste siebte, oder? Warte mal. Nein, brauche ich nicht. Ist schon der erste siebte eigentlich? Oder. Warte mal. Doch, ist der erste siebte. Das heißt, wir haben schon mehr oder weniger. Dings. Gut. Dann gucken wir mal, was wir so auf dem Transfermarkt haben. Wir gehen jetzt mal rüber Richtung freie Spieler. Weil, wie gesagt, mein oberste Prior hat erstmal die Innenverteidigung. Ah, Griffo, den hätte ich gerne auf der Linksaußenposition. Aber da spielt der Schelderup schon. Da wollte ich Schelderup können. So, warte mal. Aber das ist ja eher. Nee. Warte mal. Wie viel Kohle haben wir überhaupt auf der Hand? Dass ich da mal überhaupt weiß, was wir so übrig haben. 48 Millionen haben wir. Okay, das wird eher. Mal schauen, was wir kriegen können. Was passiert. Spieler suchen. Gehen wir mal freie Spielerliste, ob wir den einen oder anderen. Das ein oder andere Talent noch. Oder. Freie Spieler. Position. Defensive. IV. Große Sprünge können wir eh nicht machen. Maurizio Abate. Der ist 18 erst? Okay, so war ich. Ich guck mal so gerade, wer da so kommt. Wer da so auf der. Große Talente. Große Sprünge, ja. Ich sehe gerade schon, dass da so das eine oder andere. Dennis Aurorio. Harai Mbi. Bayern Talent. Ja, werden wir uns den holen. So, dann werden wir uns das erste Talent schon mal sichern. Den ersten Spieler schon mal sichern. Vielleicht haben wir ja mega Glück, dass wir guten Spielen bekommen. Perspektivspieler. Will es wichtig sein, okay. 5 Jahre. Du bist nämlich schon erst 22. Jo. So, die Frage ist, was willst du denn finanziell machen? 10.000 und 100.000 ist für dich okay? Ja. Damit haben wir den ersten Neuzugang für unsere Innenverteidigung. Von den freien Spielern ablösefrei kommt Bright Aqua IMB. Die Frage ist, was haben wir für einen? Ist ein A-Spieler. Das heißt, wir haben schon mal einen Top-Transfer gemacht. Na, 70. Ist auch nichts Wichtiges, auch nichts Besonderes. Aber zumindest mal geblieben.
So, gucken wir mal, ob wir noch was holen können. Wer da so können, könnte. Hallo, gibt uns. Ja, das ist halt das Problem. Es sind so viele Spieler sind dabei. Papadopoulos, ja. Schuwa. Die haben natürlich alle noch keine. Die haben alle natürlich noch keine Dings. Yusufomokuku. Ich könnte, ja, ich würde ihn jetzt am liebsten holen. Dann hätte ich eine. Dann hast, ja, dann wäre zumindest eine Möglichkeit. Aber ich werde mal gucken. Ich werde es mir noch ein bisschen offen halten. 19 Millionen. Rainer Kittens. Kaschkin. Ja, ich will kurz gucken. Erster Neuzugang ist auf jeden Fall der Dach und Fach. Ich sage ja, dass definitiv was ein bisschen was in der Innenverteidigung passieren wird. Kilian Becker. Ja, gut, in den ersten, in der vierten Saison werden wir definitiv erstmal den, werden wir wahrscheinlich, ja, werden wir wahrscheinlich jetzt ein, zwei Jahre machen, schauen. Das wird 2 Jahre lang. So, da gucken wir mal kurz eben, was wir so haben noch an freien Spielern. Ja, überhaupt so. Habt ihr irgendwas bekannt? Ja, gut, viele arabischen Spieler. Ich gucke mal, was aus der deutschen Spieler dabei vielleicht. Gutes, gute Deutsch. Land. Deutschland. Wahrscheinlich eine Nationalität, die ändern müssen. Ja. Ja, ich hatte Deutschland. Ich hatte die Nationalität ändern müssen, nicht das Land. Hier ist es nämlich richtig. Gucken wir mal. Also deutsche Spieler, weil da gute Talente haben. Suche starten. Alaba hier, den kennt, der sagt mir auch noch was. Der hat mir auch, glaube ich, schon mal das eine oder andere Türchen reingehauen. Was wir anders machen. Wir gucken mal in der Bundesliga wegen, nicht wegen Freispiele, wir gucken mal wegen Freigabesumme. Defensiv, IV. So. Liga, gucken wir mal in der Bundesliga erstmal. Ob da ein Spieler dabei ist, der mir jetzt unbedingt mit. Oh, Bremer. 154 Millionen, okay. Wie gesagt, wir haben eine Ablöse, wir haben gerade mal 40 Millionen. Also viel wird jetzt nicht da irgendwie passieren. Ivanis, Sema, Josef Klara. Ich habe wohl Düsseldorf aufgestiegen zu sein. Schlotterbeck, aber der Bruder aus Freiburg. Alejo, Kutsuma, Micky van der Feen. Aber wie fühle ich auch schon 29? Ja, ich könnte natürlich jetzt schauen, dass ich mir hier noch, dass ich mir noch ein Talent hole. Ich beobachte den mal, vielleicht ist er ja eine Möglichkeit. Lecho, Marco Soldo. Gut, dann gucken wir erstmal in der zweiten, gucken wir weiter mal in England. Oder gucken wir in Spanien, mal schauen. Die haben ja meistens, oder was nehmen wir? Also Premier League, okay. Erstmal Premier League. Wir müssen ja gucken, was wir so haben. Wie gesagt, wir haben gerade mal 40 Millionen. Okay, da ist schon mal nichts dabei. Und Spanien. CSL, Liga, MLS Super League, CSL ist die Schweizer Liga, La Liga Santander, das ist die spanische erste Liga. Schön mal, Eray, schön mal. Den kenne ich aus Basel damals. Ja, wie hier.
Elvedi. With Face. Okay. Gaia. Alvaro Garcia. Joaquin. Ist aber, glaube ich, nicht der Landra. Ibrahima Konate, Juan P. Kanudi. Philipp Lienhardt. 41 Millionen, okay. Matthias Nastasic, ja, der sagt mir noch. Den kenne ich natürlich bei uns auf Schalke noch. John Pacheco, Paredes. Ja, ich will ja gucken, dass ich zumindest mal eine Innenverteidigung bilde, gerade für die Champions League. Matila Chalai. Virgil van Dijk, wie bei Barca, okay. Ja, ich denke mal, ich würde Cimado holen. Dieser große Sprung können wir sowieso nicht machen. Oder Inax Moriba, der irgendwie. Ich kaufe mir jetzt mal den hier. Für 17 Millionen. Soll sehr gut sein, habe ich gehört. Dann kann man immer noch sagen, je nachdem, wie das so geht. Transferangebot über 18. So, dann holen wir den noch. Warte mal, was hat ein Griffo für Ausstiegsklausel, eine Ausstiegsklausel? Nee, dann nicht. Aber für den 32 zahle ich jetzt keine 17 Millionen. So, den werden wir noch kontaktieren hier, den Lemperle. Und das nächste deutsche Talent. Wer ist halt ablösefrei? Ich habe dann halt einen Backup. Ich bin ja eher auf meine auf Neuzugänge sind. Akzeptieren wir. 5 Jahre. Freigabesumme lehnen wir einmal ab. Die wollen natürlich ein bisschen mehr Kohle dafür dann haben. So, kriegt er mal 18.000 und 200.000. So. Passt. Tim Lepperle kommt zu uns ablösefrei. Und ist 72. Soll ein Backup, ist ein guter Backup. Definitiv. Und so, Chilmer, den werde ich kurz mal anschreiben. Jupp, zahlen wir. Und holen wir. Ist kein schlechter, wie gesagt. Ich kenne ihn aus Basel. Ich habe ihn tatsächlich auch in Basel schon live gesehen. Der tat damals sehr weh, der Wechsel. Wichtig. Ja. Freigabesumme übergehen wir. Ablehnen. Möchte ich nicht. So. Du kriegst 16.000. Plus 200. Du wirst wahrscheinlich absagen. Ja, komm, mach. Passt. Reit Schönmann wechselt zu Bayreuth. Damit haben wir zumindest mal 3, 4 Neuzugänge. Vermutlich. Also Moriba muss ich noch überzeugen. Lepperle ist durch. Schimmert ist durch. Nummer 76 stark. Und Arembi. Genau, der ist ja auch da. Den haben wir ja auch noch. Oh, schlechter Deal. 5,1 Millionen hat er gekostet. Aber wir werden das mal mit Moriba das Ding noch unter Dach und Fach bringen. Und dann wäre zumindest erstmal viel durch. Perspektivspieler. Und du möchtest Spielspieler sein. Okay. 5 Jahre. Keine Freigabe, so brauche ich nicht. Und dann haben wir unter Dach und Fach. Der ist schon viel vorgeschlagen worden als Talent und eigentlich gar nicht so schlecht. Inax Moriba hat bei RB damals nie wirklich Fuß gefasst und jetzt da war. Mal zu uns wechseln. Und wir haben ihn unter Dach und Fach. Wir haben unseren 4. Neuzugang für die neue Saison. Sind natürlich jetzt alles nicht die übelsten Brecher, aber halt für die Zukunft. Und für die ganze vorne habe ich ja noch die Möglichkeit, Abraham zu fördern. Ist ein B-Wertung. Ilax Moriba, Spanier von RB Leipzig,
neu in Bayreuth. 78 stark. So, gut gemacht. Guter Wechsel. Passt. Jetzt haben wir noch 4 Millionen unter der Hand. Ja, gut. Aydin, schade. Gut, dann haben wir soweit unter. Ich denke mal, dann haben wir erstmal alles, was wir so an Spielern brauchen. Wenn jetzt nicht doch irgendwie dramatisch irgendwas passiert. Wird da jetzt, sagen wir mal, Transferstatus. Freie Spieler. Liga brauchen wir nicht. So, dann gucken wir mal. Für Spanien. Suche starten. Jago Aspas. Ja, der ist auf 37, aber kein schlechter eigentlich. Top Stürmer, super Stürmer eigentlich. Ich werde den jetzt holen. Den werde ich jetzt holen. Wenn er nur für ein Jahr oder so kommt. Wir haben aber dann einen vorne drin, der ein bisschen was reißen könnte. Akzeptieren wir. Mindestens mal 2 Jahre vielleicht, dann ist er 39. Jawohl. Akzeptieren wir die Preisklasse. Da hätten wir nämlich 34 Millionen. Und du möchtest dann sicherlich noch ein bisschen Kohle haben, ne? Machen wir also 20.000. Und dann haben wir Iago Aspas neu verpflichtet. 37 Jahre alt, der Spanier. Aber, why not? Freier Spieler, Neuzugang Nummer 5 in dieser Saison. Das ist, ja, wie gesagt, toll. Es ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Ich werde sowieso jetzt mal anfangen, so meine Startelf, beziehungsweise meine Mannschaft zu. So, dann machen wir das so raus. Und gucken mal, was wir so an Spielern auf die Transferliste setzen können. Ja, da wird sicherlich der ein oder andere noch gehen. Da bin ich mir fast sicher. Albiol, Morgala ist auch ausgeliehen. So, Abraham B, Kilian Fischer. Transferliste setzen. Transferliste setzen. Transferliste setzen. Liegt der von Leistes. Auf Transferliste setze ich, möchte ja gerne dann loswerden. Okay, Walisek ist weg. Hatte ja deine Nummer. Okay. Von Leihliste streichen. Warum kriegst du eigentlich, warum nimmst du dir die 7 eigentlich? Die hättest du gerne wohl. Du kriegst wieder die 29. Weil ich gebe hier die Nummern ab. Und nicht irgendwelche Spieler. Die 7 kriegst du nämlich wieder Marvin Manicek zurück. Oh, der wird dann nach der Saison wieder seine Karriere beenden. Von Leihe zu streichen. Dass sie wieder bleiben. Schelderup, Carvalho. Von Leihe zu streichen. Ich werde viele Spieler ja eh abgeben müssen. Helmhalle, Sterner, Keller, weg. Cedric Teuchert, Abraham, Novo, Aubameyang, Aspas. Ja, der wird nochmal Verlängerung delegieren. Darf nicht, möchte nicht. Ich möchte ihn auf jeden Fall nicht abgeben. Ich würde gerne nochmal verlängern. Mindestens ein Jahr. Aber wie gesagt, wir haben ja da vorne welche. Iago Aspas kriegt die 37. Vorne, seinem Alter entsprechend. Und dann habe ich zumindest einen Kader. Trikot nochmal ändern. Carvalho wird ja seine 10 verlieren. Definitiv mal. Das sind 20. Sterner wird zu behalten. Aber der Eckloff möchte ja die neue, möchte eine neue Nummer gerne. Kriegt dann als 10 auch die 10.
Das hat er sich dann irgendwann einfach verdient. Im dritten Jahr jetzt dabei. Darf auch nicht, will auch nicht mehr den Verein verlassen. Carvalho möchte ja, soll eh den Verein verlassen. Dann kann ich auch die 10 vorne mal einem anderen Spieler geben. So, dann haben wir eigentlich jetzt erstmal. Der wird doch gehen, der Horn. Noppert ist 31. Verlängerung delegieren. Kriege ich nochmal verlängert? Ja, bleibt. Weitere 2 Jahre. Damit geht der. Bleibt der auf Zukunft. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Verlängerung delegieren machen. Auch du bleibst nochmal. Jedenfalls nochmal ein paar Jahre. Summe. Nicht. Wird ein weiteres Jahr rote verlängern. Verhandeln. Ich will vielleicht Albi auch nochmal minimum ein Jahr da hinten bleiben. So, Schlüsselspieler. Ein Jahr, Frage? Freigabesumme übergehen. Nö, ablehnen. So, du kriegst doch mal ein bisschen mehr Kohle jetzt, mein Freund. 19.000 und 200.000. So, also. Wird um ein weiteres Jahr der Herr Albiol bleiben. Oder soll ihn wahrscheinlich hier dieser Herr durchaus ein bisschen unter die Arme greifen. Schön mal bleibt. Kalkutolia wird wechseln. Ich muss mal hier ein Folgenende machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Transfers.